So, und weiter geht's mit der City. Und ihr seht hier schon Autos. Autos, Menschen, Polizisten, Bäume. Wir sind jetzt im Vorstadtbereich. Wir sind in der Vorstadt Berlins und fressen uns hier durch. Gleich nähern wir uns der Hauptstadt. Na, ich muss aber viele Menschen essen. Ah, macht ja kein Problem. Ich meine, es gibt ein paar Milliarden davon. LOL, der hat ihn überfahren. Das wusste ich nicht. Die Autos können Menschen überfahren. Und ehrlich gesagt, ihr müsst schon mit mehr kommen, als mit ein paar Polizisten, um mich hier aufzuhalten. Oh, die Forscher haben jetzt aber, denke ich, voll die Probleme. LOL, der hat einen Polizisten überfahren. Das Polizistennest wurde komplett assimiliert. Für mich hier ein bisschen wie die Borg. Ich assimiliere die Menschen. Ja, nicht ganz. Ich assimiliere sie ja nicht. Ich frühstücke sie. Oh, wir haben extrem viel Zeit für das Level. Kann das sein? Ich habe noch über 3 Minuten. Und wir haben echt zwar noch nicht wirklich viel an Größe zugelegt. Wir sind erst 2 Meter groß. Wobei ich mich frage, warum die Menschen so blöd sind und einfach immer weiter hier hinkommen. Habe ich mir gerade echt so viel an Metern wegnehmen lassen? Weil wenn ja, dann wäre ich ziemlich blöd. Das Problem ist nur, je größer ich werde, desto größer ist auch das Problem des Ausweichens. Oh, ich darf Autos, oder? Ich darf Autos. Ah, miam, miam, miam. Autos schmecken gut. Das muss mies sein, wenn ihr so auf der Straße fahrt und dann ist das so ein großes Ding und frisst euer Auto. Vor allen Dingen in dem Tempo. Ja, wir können lustigerweise die Bäume als Blockade nehmen. Die Polizei geht mir ehrlich gesagt mittlerweile schon ziemlich auf die Nüsse. Und wir haben noch nicht mehr 50%, nicht? Aber ich glaube, das wird nachher immer schneller, weil wir die Bäume essen dürfen irgendwann. Wobei ich mich sowieso frage, warum wir so lange warten müssen damit. Können wir nicht irgendwie die Blätter essen und dann die Äste und dann die Bäume? Ja, es geht wahrscheinlich darum, das Stück an eins als ein Gesamtes sozusagen essen zu dürfen. Oh, ich darf Bäume essen. Jetzt geht das schnell. Jetzt kann ich den Menschen hier nämlich ihren Schutz sozusagen wegfressen. Oh, die hat gesehen, wie groß wir sind. Wir sind eine Straße breit. Okay. Harte Sache. Ja. Wir sind bei der nächsten Kreuzung. Ich frag mich, was wir jetzt alles fressen dürfen. Oh, Polizei, Autos. Polizei hat mittlerweile mitgekriegt. Ihr müsst bedenken, dass wir hier extrem wenig Zeit brauchen, um groß zu werden. Das sind Minuten. Also, wenn man das Spiel in dem Sinne wörtlich nimmt, dass das nur Minuten sind, die wir brauchen. Was sogar theoretisch möglich wäre bei der ganzen Menge, die wir hier an Zeug reinfressen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was nur komisch ist, wie vermehren sich unsere Grey Goose überhaupt? Und es gibt keine normalen Polizisten mehr, nur noch diese komischen Scheißreiter, die mich ständig blockieren und auf den Sack gehen. Ah, die ich jetzt essen darf. Endlich. Weil die haben mich wirklich genervt, die Reiter. Die haben mich mehr genervt als die komischen Polizeiautos. Auch wenn die uns, wie ihr seht, in doch recht ungünstige Lagen bringen können. Oh mein Gott, ich habe viele Menschen getötet. Voll der Massenmord. Aber wir sind noch nicht groß genug, um
die Autos essen zu dürfen. Oh ja, jetzt. Das Schöne ist jetzt, die Polizei, ach, die ist jetzt nicht doof genug, die fährt für uns weg. Die können relativ gut wegfahren. Im Gegensatz zu den Passanten. Du kannst mir nicht entkommen. Ja, wir müssen ein wenig taktisch klug sein und die sozusagen in der Panik zu uns reinlocken. Ich finde es auch schön gemacht, dass unser Viech seine Farbe so schnell immer ändert. Bäume. Ah, das darf ich noch nicht. Jetzt darf ich das aber. Den darf ich aber noch nicht. Doch, jetzt darf ich das. Ja, ich esse die sofort, weil... Oh mein Gott, ich schaffe es immer noch nicht. Je größer wir sind, desto schwerer wird es uns, sozusagen, zu entkommen. Wir müssen noch ein paar Polizeiautos fressen. Na, kommt. Die Levels hier sind nicht schwer, sie dauern noch recht lange. Und ich bezweifle, dass ich das alles in ein Video reinpacken kann von der Stadt. Fällt mir gerade so auf. Am schlimmsten Fall gibt es zwei Teile für die Stadt. Auch kein Problem. Ah, boah, ihr glaubt mir nicht, wie was für eine schwerste Arbeit das ist. Das Viech bewegt sich fast überhaupt nicht mehr, wenn das so groß ist. Okay. Next Level. Und was essen wir hier? Wieder Menschen und Polizisten. Ach, soll das sozusagen Parkmiliz sein? Oder was, die Reiter? Weil ich weiß, in anderen Ländern gibt's das, bei uns haben wir das ja nicht. Zumindest ich wüsste nicht, dass es sowas in Deutschland gibt. Aber wie ihr seht, alles, was wir jetzt fressen, ist in irgendeiner Weise schlecht für uns eigentlich. Lol, da hat sein Kumpel gefressen. Okay, ein einzelner Schuss macht aber nicht wirklich viel Schaden. Deswegen sollten wir nicht alle Schüsse sozusagen abkriegen. Stellt euch vor, dieses Level hier ohne einmal gehittet zu werden. Das wäre mies. Aber die sind schon blöd, nicht? Ich meine, die sehen doch, dass ich mich an den Polizisten hier hochfresse. Wenn ich jetzt der Officer wäre, würde ich einfach sagen, alle Polizisten weg, lassen noch die Autos hier und entstellt uns und dann sind wir tot. Aua. Das blöde Auto hat mich gehittet. Der Vorstadtbereich Berlin. Ich sehe schon die Schlaganzeige in den Nachrichten. Vorstadt Berlins wurde von einem großen grauen Etwas aufgefressen. Noch ist unklar, ob es sich um einen Alien handelt. Ein Forschungslabor steht im Verdacht, das Viech gezüchtet zu haben. Ich darf immer noch keine Autos fressen. Das ist dumm, dass wir immer so weit zurückgeschmissen werden. Will jetzt Autos essen. Autos, Autos, gib mir Autos. Gib mir Reiter. Oh ja, Reiter in der Menge sind auch gut. Polizeiauto. Vor allen Dingen sind die jetzt so doof und kommen immer weiter uns entgegen. Ich glaube, in Wirklichkeit wären Menschen nicht so blöd. Ich muss die alle aufessen, weil die sind mittlerweile zu viele. Die würden permanent auf uns feuern und das ist nicht gut. Das können wir nicht gebrauchen. Nerven nicht mit dem scheiß Alarm. Oh, Menschen sind jetzt fast schon wertlos gegen uns. Guckt euch das mal an, wir kriegen nicht mal was. Okay, 5 Meter. Aber wir waren schon 7 Meter groß.